Kennt ihr den Spruch, dass eine Kette nur so stark ist, wie ihr schwächstes Glied? Ich möchte das umdrehen. Nämlich aus vielen Einzelnen, die sich vielleicht schwach fühlen, kann eine starke Gemeinschaft entstehen. Genau das ist es, was wir bei Toastmaster und insbesondere in der Area D3 machen. Gemeinsam wachsen. Dazu kann auch mal gehören, dass ein Club für sich erkennt, dass es so wie bisher vielleicht nicht mehr weitergeht und einen Neustart plant und auch umsetzt. So geschehen bei uns in der Area und ich freue mich schon sehr auf unseren neuen Club. Insgesamt sind wir nun 4 Clubs innerhalb von München, die sich jeweils 2-mal im Monat treffen, um ihre rhetorischen und auch Führungskompetenzen ihrer Mitglieder auszubauen und zu trainieren und sich auch als Club insgesamt weiterzuentwickeln. Und immer wenn mich ein Gast fragt, hey, was ist denn der beste Club bei Toastmaster? Dann bekommt er immer die gleiche Antwort. Es gibt nicht den besten Club. Es gibt den richtigen Club. Und das ist genau der Club, bei dem du dich am wohlsten fühlst. Und da setzt natürlich jeder von uns unterschiedliche Maßstäbe, die wir gar nicht verallgemeinern wollen. Genau dadurch zeichnet sich die Area D3 aus, durch eine enorme Vielfalt an Unterschieden. Wir machen an einem normalen Clubabend alle irgendwie das Gleiche, aber dennoch ganz unterschiedlich. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Da gibt es Clubs zum Beispiel, die haben einen Quizmaster, der am Ende des Clubabends die Anwesenden mit einem lustigen Frage-Antwort-Spiel nochmal herausfordert. Andere Clubs haben einen Cake Master, der sich um das leibliche Wohl der Anwesenden kümmert. Wir haben 3 deutschsprachige und einen englischsprachigen Club bei uns in der Area und bei internationalen Redewettbewerben schneiden unsere Mitglieder häufig auf den vorderen Plätzen ab. Zusätzliche Events rund um das Thema Rhetorik und Menschenführung runden das Bild unserer Area. Wir geben uns gegenseitig Unterstützung und machen jeden einzelnen Clubabend zu einem unvergleichlichen Event. Ich persönlich fühle mich sehr gut aufgehoben in dieser Area und habe in 3 Jahren Toastmaster-Zugehörigkeit noch keinen einzigen Clubabend meines Heimatclubs verpasst. Ich habe festgestellt, dass das mit Prioritäten setzen ganz gut funktioniert. Und Toastmaster bekommt bei mir damit wünsche ich euch eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf dass eure Ketten stark werden.